Wie schon gesagt, mein Name ist Jörg Staudenmayer. Ich bin nicht originär in dieses Projekt ganz tief involviert, vertrete heute Maria Schneidmann, die die Projektbearbeitung bei uns an der Waldnutzung an der FVA für dieses SuperNAV-Projekt macht. Ich versuche trotzdem die wesentlichen Inhalte so wiederzugeben, soweit mir das möglich ist. Sollten da Fehler drin sein, Ungereimtheiten? Ich habe vorhin gesehen, Maria Schneidmann hört zu. Dann bitte ich ganz schnell um entsprechende Reaktion, sodass wir hier hoffentlich die groben Fehler schnell einfangen können. Das Projekt SuperNAV, Entwicklung eines Empfängers zur submetergenauen Navigation von Forstmaschinen im Wald, ist auch ein Projekt, welches über Drittmittel gefördert wird, über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe bzw. über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es ist ein dreijähriges Projekt, hat angefangen Ende 2020, sodass wir ungefähr bei 2/3 jetzt im Moment sind. Sie werden es in der Präsentation feststellen, es sind natürlich viele Zwischenstände, Zwischenarbeitsstände, die am Ende aber hoffentlich so zusammengeführt werden können, dass wir unser Projektziel erreichen. Mitbeteiligt im Projekt ist das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen mit Sitz in Nürnberg bzw. Erlangen. Es ist auch, wie beim vorherigen Projekt, die GEBAST, die Firma HSM, Hohenlohe Spezialmaschinenbau GmbH, hier in Baden-Württemberg, mitbeteiligt als eine der Firmen, die in der Lage ist, solche Forstspezialmaschinen auch im Rahmen solcher Projekte an die Anforderungen umzubauen, sodass wir unsere Versuche und Tests entsprechend durchführen können. Dritter bzw. vierter Projektpartner neben der FVA ist die Firma GeoConcept. Eine Firma, ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Techniksysteme in Maschinen zu integrieren, sodass Benutzerinnen und Benutzer auch von den Systemen profitieren können. Das heißt, hier werden die grafischen Oberflächen geschaltet, die Integration der Displays erfolgt dort und noch weitere technische Dinge werden durch die Firma GeoConcept umgesetzt. SuperNAV-Ziele. Es geht in allererster Linie darum, die Submetergenauigkeit in Forstmaschinen zu erzielen. Grundlage hierfür sind zunächst GNSS-basierte Systeme. Integriert dabei sind Antennentechnologien. Wir versuchen aber auch andere Sensorsysteme zusätzlich zur Satellitennavigation in diese SuperNAV-Ziele mit einzubinden. Letztendlich wollen wir es erreichen, eine Echtzeitpositionierung und Navigation im Wald, das heißt unter diesen erschwerten Waldbedingungen, wie sie oftmals schon bekannt sind, zu erreichen. Und aber auch gleich im Projekt die intuitive Nutzung dieser Funktionen den bedienenden Personen zu ermöglichen. Die Problematik der Navigation im Wald ist vielen vermutlich bekannt. Ich möchte es hier am Beispiel der Feinerschließung noch mal kurz aufzeigen. In der Theorie werden wunderbar Feinerschließungslinien geplant, die verlaufen schön parallel, haben gleiche Abstände. Das sieht dann alles sehr, sehr schön aus. In der Praxis kann es dann teilweise ganz anders aussehen. Das Beispiel ist hier natürlich ein Extrembeispiel, um zu verdeutlichen, was passieren kann, wenn die Planung eben am Schreibtisch erfolgt, die Ausführung in der Praxis und wir am Ende dann eben nicht dieses Idealbild erreichen können. Ein Werkzeug, um zu diesem Idealbild zu kommen, ist zum Beispiel die präzise Navigation von den Maschinen, wie im Projekt als Ziel formuliert. Hier nochmal in Bildern dargestellt. Interessant vor allem hier die unteren Bereiche im Bild. Man sieht die Haupterschließungslinien, die befestigten Wege, im unteren Bereich aber auch die Maschinenwege, Rückegassen, die nach Sturmereignissen nach einigen Jahren dann so nicht mehr wiedergefunden werden können. Je präziser diese Linien erfasst sind und dokumentiert sind, desto einfacher ist es natürlich später auch die Maschinen auf diesen Erschließungslinien fahren zu lassen. Die Problematik im Wald ergibt sich vor allem dadurch, dass wir mehrere Schwierigkeiten hier antreffen. Die wohl ja, massivste Störung haben wir durch sogenannte Mehrwegeeffekte bei der Satellitennavigation. Das heißt, das Satellitensignal wird an Bäumen, an Blättern reflektiert und das am Empfänger empfangene Signal ist somit fehlerbehaftet und die Position kann nur noch schwer oder gar nicht genau bestimmt werden.
Der zweite Effekt, den wir haben, ist eine Signaldämpfung. Kronendach, wieder die Belaubung oder aber auch Witterung, Feuchtigkeit beeinflussen die Signalqualität, dämpfen das Signal, sodass nur noch ein schwaches Signal verfügbar ist im Wald. Und auch das führt dazu, dass die Navigation erschwert wird. Der dritte Punkt, den wir haben, ist, es kommt gar kein Signal mehr beim Empfänger an, zum Beispiel durch Abschattung, entsprechende Geländeformen, tiefe Täler, Einschnitte im Gelände, sodass diese Sichtlinie zum Satelliten oder zu mehreren Satelliten gar nicht mehr gegeben ist und somit eine Positionierung nur noch bedingt oder gar nicht mehr möglich ist. Wenn wir uns das am Beispiel konkreter Messungen anschauen. Wir haben beispielhaft mit unterschiedlichen Navigationsgeräten mal Aufzeichnungen gestartet. Hier sind drei Geräte dargestellt, die blaue Linie, die orange Linie und die gelbe Linie. Und da sieht man schon, dass es hier massive Abweichungen geben kann. Das sind Extremfälle, das ist nicht immer der Regelfall, aber es zeigt, wir haben hier Unschärfen drin, Ungenauigkeiten drin. Die Größe schwankt stark. Hier sind drei Geräte, ein, sage ich mal, handelsübliches Consumer-Gerät, ein spezielles Gerät für auch Waldnavigation angedacht. Und das dritte Gerät ist dann ein Gerät, das jetzt eher für statische Messungen ist. Das ist die gelbe Linie. Da gibt es dann tatsächlich auch diese ganz massiven Abweichungen. Wenn man einzelne Punkte anschaut, um eine Größenvorstellung zu kriegen, wie groß sind Abweichungen, wir haben hier bei einem relativ guten Gerät, Gerät 2, GNSS, also ein Satellitenempfang plus Korrektursignal, RTK, haben wir am einzelnen Punkt eine Abweichung von bis zu 13 Metern gehabt. Beim zweiten Gerät, das war ein handelsübliches Tablet mit GPS-Modul, haben wir nur in Anführungszeichen eine Abweichung von 7 Metern, aber wir bewegen uns eben in einem Bereich, der deutlich größer ist als ein Meter. Wenn wir eben das Ziel formulieren, im Submeterbereich zu navigieren, zu positionieren, dann haben wir hier noch ein bisschen Handlungsbedarf. Ich möchte kurz noch ein paar vorangegangene Projekte zum Thema Navigation aufgreifen, einfach um auch die Technikentwicklung ein bisschen abzubilden. Wo kommen wir überhaupt her? Wir hatten in den Jahren 2010 bis 2012 das Projekt NAVGI hier an der FH Aalen laufen, wo es dann darum ging, mal zu schauen, was ist mit GPS und GLONASS möglich, also diesen Satellitennavigations- oder verfügbaren Satelliten. Wir haben damals Messungen über und unter Kronendach durchgeführt, haben große Ungenauigkeiten unter dem Kronendach festgestellt. Man sieht es im rechten Bild. Wir haben dann auch wirklich große Masten in den Wald gefahren, um die Antennen hoch über dem Kronendach positionieren zu können, um abzugreifen, wie groß sind die Unterschiede über Kronendach und unter Kronendach. Aber auch da gab es noch relativ hohe Ungenauigkeiten. Das Folgeprojekt war dann das Projekt NURFAN von 2014 bis 2016. Ging es wiederum über die Verortung von Forstmaschinen, diesmal ergänzt um eine Laufzeitmessung, um eine Funklaufzeitmessung. Bei der war über kurze Distanzen diese Submeter-Genauigkeit erreichbar, allerdings nicht in Echtzeit. Wenn ich mich richtig erinnere, war damals ein großes Problem tatsächlich die Frage der Rechenkapazität, der Rechenleistung. Da musste unglaublich viel gerechnet werden, um aus dieser Laufzeitmessung per Funk die tatsächliche Position in Echtzeit ableiten zu können. Das hat Zeitprobleme beinhaltet und im Endeffekt auch dazu geführt, dass die genaue Positionierung, Verortung von Forstmaschinen nicht erreicht werden konnte. Wiederum später gab es das Paradise-Projekt zur Navigation von Forstmaschinen, dann jetzt nicht nur GPS und GLONASS integriert, sondern auch Galileo inklusive der Korrekturdaten RTK und PPP. Auch hier unter den Waldbedingungen konnte man immer noch große Ungenauigkeiten feststellen, sodass dieses Grundproblem, die Grundfrage der genauen Navigation von Forstmaschinen immer noch nicht als gelöst betrachtet werden konnte.
Der aktuelle Stand ist, dass wir für Forstanwendungen sogenannte Basis-Rover-Systeme zur Verfügung haben, die entweder mit einer genau vermessenen Basisstation arbeiten, beziehungsweise Korrektursignale über Mobilfunk erhalten müssen. Die Echtzeitkorrektur setzt dann voraus, dass ein Mobilfunknetz im Wald verfügbar ist. Wir alle haben aber auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass eben das Mobilfunknetz im Wald nicht immer verfügbar ist, beziehungsweise sehr schlecht ist. Netzausbau ist, so zumindest unser Informationsstand, auch nicht in Planung, sodass sich diese Problematik der schlechten Netzabdeckung im Wald in absehbarer Zeit auch nicht ändern wird. Hierzu, zu dieser Frage der Netzabdeckung, gibt es an der FVA auch noch weitere Projekte, die genau diese Frage aufgreifen. Wie ist die Mobilfunkabdeckung im Netz, beziehungsweise wie kann die Mobilfunkabdeckung im Netz verbessert werden? Diese Projekte laufen an der Abteilung Biometrie und Informatik. Und ja, da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. Zur Supernav-Umsetzung möchte ich nun kommen. Wir haben im Prinzip drei große Bausteine im Projekt zu bearbeiten. Das erste ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir ein verbessertes Signal an die Antenne bringen, beziehungsweise die Antenne in der Lage ist, diese Signale entsprechend in der Qualität auch einzufangen. Dazu wird eine spezielle Waldantenne entwickelt und die sogenannte Altbox-Signalverarbeitung in die Navigation integriert. Ich werde später nochmal genau auf diese beiden Punkte eingehen. Eine Positionsverbesserung soll dadurch erreicht werden, dass wir mit mehr Antennenempfängern arbeiten. Das heißt nicht nur eine einzige Antenne, sondern es gibt mehrere Antennen in unterschiedlichen Kombinationen. Es werden weitere Sensoren in die Navigation integriert und auch Korrektursignale werden in diese Systeme mit aufgenommen. Und der dritte Baustein ist die optimierte Software. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Wir haben eine Firma mit an Bord, die sich um die Nutzeroberfläche kümmert und dann eben die ganze Bedienbarkeit solcher Navigationssysteme gewährleistet. Die Umsetzung, wenn wir uns die Antennen und die darauf oder damit in Zusammenhang stehende Software und Datenverarbeitung anschauen, gliedert sich grob in zwei Blöcke. Wir haben in der oberen Zeile die sogenannte Antennenmatrix. Das ist schon erkennbar. Wir arbeiten mit hier auf dem Schaubild mit vier Antennen, also mit mehreren GNSS-Antennen, die in das System integriert werden. Es werden weiterhin inertiale Messsysteme genutzt, also die unabhängig von Satellitensignalen arbeiten und es werden Korrekturdaten mit integriert, sofern Mobilfunknetz verfügbar ist. Alle diese Informationen gehen in das sogenannte Positioning Engine. Dort werden die aus den Sensoren erhaltenen Informationen gesammelt, verarbeitet und entsprechend auch ausgewertet. Es gehen weiterhin Daten aus den Sensoren der Forstmaschine ein. Das kann zum Beispiel ein Drehimpulsgeber über die Räder sein, eine inertiale Sensorik, die noch Informationen zur Fahrgeschwindigkeit liefert. Und alle Informationen werden dann auf einer grafischen Nutzeroberfläche den Fahrern, Fahrerinnen bereitgestellt. Die Frage ist dann natürlich zum einen, wo befindet sich die Forstmaschine? Das Wo definiert sich bei uns zunächst mehr oder weniger im Bereich der Mitte der Forstmaschine, also dort, wo die ganzen Antennen sind. Das ist jetzt nicht ein Punkt, aber aufgrund der Antennengeometrie kann die Maschine, der Mittelpunkt der Maschine sehr, sehr präzise verortet werden. Die zweite Frage, die sich aber anschließt, ist ja bei einem Vollernter natürlich auch, wo befindet sich zum Zeitpunkt der Aufarbeitung eines Baumes das Vollernteaggregat. Das heißt, da haben wir vor, über eine zusätzliche Sensorik die genaue Position des Vollernteaggregates auch noch mit den Daten vom Vollernter zu verknüpfen, sodass wir am Ende genau wissen, welcher Baum oder der Baum, der gerade aufgearbeitet wird, steht exakt an dieser oder jener Position. Das wesentliche Bauteil der Antennen ist die sogenannte Waldantenne, die von den Projektpartnern vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Waldantenne speziell an die Bedürfnisse im Wald angepasst. Da gab es mehrere Entwicklungsschritte ausgegangen oder ausgehend von einer
sehr hochwertigen Antenne, die Fraunhofer bereits im Angebot hat, wurde ein sogenannter Direktor, der ist dann im mittleren Bild integriert. Und zu diesem Direktor kam doch dann noch ein, manche sagen Turbine, Chokering, der auch noch um diese Antenne herumgebaut wurde. Alles mit dem Ziel, die Richtcharakteristik einer herkömmlichen Antenne an die Voraussetzungen oder an die Bedingungen im Wald anzupassen. Sie sehen es im linken Schaubild unten. Die Richtcharakteristik einer klassischen Antenne geht eher nach oben hinweg. Das heißt, Satelliten, die direkt über der Antenne stehen, werden sehr gut empfangen. Sobald die Satelliten aber nicht mehr direkt über der Antenne stehen, wird das Signal schwächer. Der Empfang nach oben konnte durch diesen Direktor verbessert werden, das sieht man. Ziel war es aber, bei der Waldantenne den Empfang auch nicht nur nach oben sicherzustellen, sondern in dem Bereich plus minus 30 Grad. Also seitlich hat man zumindest die Hoffnung gehabt oder hat immer noch die Hoffnung, dass das Signal, welches schräg durch das Kronendach einfällt, dann besser von dieser Waldantenne aufgenommen werden kann. Der zweite sehr, sehr komplexe Ansatz, um die Positionierung im SuperNav-Projekt zu verbessern, ist der sogenannte Alt-Bock-Ansatz, der Alt-Bock-Ansatz zur Signalverarbeitung. Die Galileo-Satelliten liefern über eine relativ große Bandbreite Signale. Von dieser Bandbreite werden in der Regel nur wenige Teile für eine Positionierung und Navigation genutzt. Im SuperNav-Projekt soll jetzt eben ein relativ ja, breitbandiger Ansatz gewählt werden, der dazu führt, die Positionsgenauigkeit zu erhöhen und vor allem auch diese Mehrwegeeffekte, die ich vorhin schon angesprochen hatte, also Reflexion an Blättern am Kronendach zu verbessern und dahingehend robust zu werden. Also dieses Alt-Bock-Signal eignet sich im Waldumfeld voraussichtlich deutlich besser, wenn man dieses integriert, als nur auf bestimmte Bandbreiten des Galileo-Signals zurückzugreifen. Allerdings, um dieses Alt-Bock-Signal auch wirklich empfangen, verarbeiten zu können, muss die Hardware entsprechend geeignet sein und die Software, die diese Signale verarbeitet, müssen auch entsprechend angepasst werden. Auch hier ist das Fraunhofer Institut im Moment noch in einer Testphase, um hier die optimalen Ergebnisse für unser Projekt erzielen zu können. Beispielhaft sehen wir hier schon mal, was es bedeutet, wenn dieses Alt-Bock-Signal, welches über die Galileo-Satelliten zur Verfügung steht, für eine Positionierung, für eine statische Positionierung in dem Fall genutzt wird. Im linken Diagramm ist die Streuung noch relativ groß. Im rechten Diagramm, da wird die Streuung für so eine statische Messung dann deutlich kleiner. Hier bitte wirklich den Maßstab auch betrachten der beiden Darstellungen. Da ist eine Vervielfachung der Positionsgenauigkeit durch Verwendung dieser E5 Altbox-Signale möglich. Ein weiteres Kriterium dieser SuperNav-Antenne ist, dass nicht nur eine Antenne, sondern mehrere Antennen genutzt werden, um die Forstmaschine letztendlich im Wald präzise navigieren und lokalisieren zu können. Das hat den Hintergrund, dass es durchaus der Fall sein kann, dass eine Antenne mal ein schlechtes oder kein Signal kriegen kann, dafür andere Antennen, die auf der Maschine aufgebaut sind, an der anderen Position aufgebaut sind, aber noch einen besseren Empfang haben. Und somit können sich diese unterschiedlichen Antennen gegenseitig stützen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ein solides Signal verarbeitet werden kann, erhöht wird. Gleichzeitig haben wir durch diesen Mehrantennenansatz auch die Möglichkeit, die Fahrtrichtung bzw. die Orientierung der Maschine jederzeit sicherzustellen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Maschine sich nicht bewegt, die Position zwar bekannt ist, aber nicht bekannt ist, in welche Richtung sich die Maschine fortbewegen wird, sobald sie wieder in Bewegung kommt. Also somit kann sichergestellt werden, dass die Fahrlinie, die vorgegebene Fahrlinie, immer eingehalten wird, dadurch, dass die Fahrtrichtung, die Orientierung der Maschine immer bekannt ist.
Hier mal ein kurzes Beispiel, wie so ein Maschinendach aussehen kann mit unterschiedlichen Antennenkonfigurationen. Die haben wir auch schon teilweise ausgetestet. Im Moment ist es noch nicht ganz klar, wie diese Antennenkonfiguration aussehen wird, wie viele Antennen dort verbaut sein werden. Aber unser Testdach für die Maschine bietet hier unterschiedliche Möglichkeiten, sodass wir auch unterschiedliche Varianten austesten können. Im SuperNav-Ansatz wird selbstverständlich auch die Positionskorrektur über RTK bzw. PPP integriert. Das ist ein gängiges Verfahren, welches, sofern Mobilfunk verfügbar ist, zu einer erheblichen Verbesserung der Positionierung beitragen kann. Deshalb können wir hier einfach nicht sagen, wir sind unabhängig vom Mobilfunkempfang. Wenn wir diesen Empfang haben, dann nutzen wir diese Korrekturdaten selbstverständlich auch in unserem Projekt. Als weiteren Baustein zusätzlich zur Satellitennavigation haben wir inertiale Messsysteme. Das heißt Messsysteme, die aufgrund von Trägheitssensoren, Rotationssensoren die Bewegungsrichtung, die Bewegungsgeschwindigkeit der Maschine erfassen können und somit, wenn Satellitensignale nicht zur Verfügung stehen, trotzdem sicherstellen, dass erfasst wird, ob und wie sich die Maschine im Raum bewegt. Da fallen sehr, sehr geringe Datenmengen an. Allerdings haben solche Systeme den Nachteil, dass wenn einmal ein Fehler in dieser Datenlage vorhanden ist, sich dieser Fehler fortsetzt, vielleicht sogar auch kumuliert und dadurch die Maschine bzw. die Daten immer wieder neu orientiert werden müssen. Insgesamt ist der Ansatz bei SuperNav, dass wir unterschiedlichste Sensoren mit dem Ziel der submetergenauen Positionierung und Navigation fusionieren. Wir haben diese tiefe Kopplung von Satellitennavigation und inertialen Sensoren, um hier direkt Messfehler korrigieren zu können. Das heißt, wenn ein Satellitensignal ausfällt, haben wir immer noch die inertialen Sensoren. Andersrum, wenn die inertialen Sensoren einen Fehler aufweisen können, über die Satelliten diese Fehler korrigiert werden. Somit gleichen sich Vor- und Nachteile dieser beiden Systeme weitestgehend aus. Wir haben weiterhin die Entwicklung von Algorithmen bei uns im Projekt vorgesehen bzw. auch schon weit vorangetrieben. Die Navigation im Wald findet unter definierten Voraussetzungen statt und wir versuchen, diese typischen Fahrmuster von Vollerntern, Maschinenbewegungen von Vollerntern in diese Navigation zu integrieren, dass wir hier schon auch eine möglichst große Fehlerkorrektur bzw. Fehlererkennung umsetzen können. Wir integrieren RTK und PPP als die gängigen Korrekturvarianten. Weiterhin soll in diese Sensorfusion auch noch die Odometrie integriert werden. Das heißt, über visuelle Merkmale die Fahrgeschwindigkeit, die Fahrrichtung der Maschine aufgezeichnet werden, aufgenommen werden und in die Systeme mit eingespielt werden. Beziehungsweise hier werden auch Radumdrehungen, die Maschine erfasst, mit in die Systeme genutzt, um Geschwindigkeiten und die Fahrtrichtung exakt mit aufnehmen zu können. Alles mit dem Ziel, die Maschine im Submeterbereich mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit unter schwierigsten Waldbedingungen zu verorten. Was haben wir bisher alles gemacht? Ich will jetzt ein Stück wieder in den Wald gehen. Bisher war viel Theorie, um zu prüfen, ob diese Waldantennen inklusive der gesamten Sensorik und auch der Software, die dahinter steht, im Wald funktioniert, haben wir eine 80 Meter lange Seilschiene im Wald aufgebaut. Im Wald hier auf einer Rückegasse, die schon länger nicht mehr befahren wurde. Wir haben auf dieser Rückegasse eine typische Überschirmung. Auf diese Seilschiene haben wir so einen Rollwagen aufgebaut. Auf dem Rollwagen sehen Sie das Dach des Vollernters und auf dem Dach bereits hier schon installiert mehrere Antennen plus entsprechende Rechner, die die Daten aufzeichnen, sodass wir jetzt in der Lage sind, auf dieser geraden Strecke, die genau eingemessen ist, zu prüfen, ob die Antennen auch in der Lage sind, beziehungsweise Antennen mit der gesamten Auswertesoftware hier entsprechend genaue Ergebnisse zu liefern.
Das war so ein Probeaufbau, um die gesamte Technik zu testen. Natürlich ist der Aufwand, solche Rechner, Antennen in den Harvester zu integrieren, deutlich höher. Und wir haben diese Vorstufe gewählt, um hier Erfahrungen zu sammeln, was überhaupt technisch möglich ist. Als nächstes im Projekt steht an, dass eine Referenzstrecke im Wald genau bestimmt wird. Die Teststrecken sind bereits ausgewählt. Die Vermessung dieser Teststrecken ist in Planung. Wenn wir dann diese Teststrecke genau eingemessen haben, können wir mit der Maschine diese Teststrecke abfahren. Und die Maschine wird dann über eine Tachymeterverfolgung auf dieser Teststrecke nachverfolgt, sodass wir am Ende drei Werte haben, drei Datensätze haben, die wir vergleichen können. Zum einen die präzise eingemessene Teststrecke. Wir haben die reale Fahrtstrecke der Maschine aufgenommen über die Tachymeterverfolgung und wir haben die Daten aus unserem SuperNav-System, also aus den Sensorfusionen. Und so können wir die Abweichungen zwischen den jeweiligen Strecken zu jedem Zeitpunkt aufzeigen und können dann Aussagen darüber treffen, wie gut, wie genau wir mit unserem SuperNav-System letztendlich unser Ziel erreichen. Oder im schlechtesten Fall, ob wir es nicht erreichen können, diese Submeternavigation. Das war für uns ein ganz wesentlicher Punkt, hier eine Möglichkeit zu finden, wie können wir ein neues System überhaupt im Wald zu referenzieren. Da gibt es sehr, sehr wenig Erfahrung. Es gibt viel Vermutung, wie genau Maschinen im Wald navigieren können. Es gibt aber seltenst eine Möglichkeit, diese Vermutung überhaupt zu referenzieren. Und das ist jetzt für uns der nächste große Schritt, sicherzustellen, dass wir mit einer hohen Genauigkeit die Maschine im Wald verorten können über diese Tachymeterverfolgung. Und dann den Abgleich durchführen können mit den SuperNav-Daten aus den Antennensystemen. Im Moment laufen noch die Auswertungen zu den Seilschienendaten. Die Referenzstrecke wird alsbald eingemessen. Die entsprechende Hard- und Software, wie ich dargestellt habe, wird noch weiterentwickelt, um hier noch zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und die ganzen Einzelbausteine werden dann in die Forstmaschine integriert. Wenn das alles erfolgt ist, dann sind wir in der Lage, mit dem Vollernter, mit sämtlichen Geräten, Antennen in den Wald zu gehen und in Praxistests durchzuführen. Die Positionierung sehen wir hier auch ähnlich wie den Fingerprint im vorher dargestellten Projekt als Schlüsseltechnologie. Es ist natürlich eine sehr, sehr aufwendige Technologie, so wie sie im Moment noch darstellt. Aber wir haben dadurch mindestens dann die Möglichkeit, eine Referenzmethode für die Navigation im Wald für Forschung und Praxis bereitzustellen. Wenn dann tatsächlich diese Technologie auch praxisreif ist, können wir damit die ressourcenschonende Holzbereitstellung zu großen Teilen befördern. Die gesamte Logistik kann optimiert werden. Aufbauend auf dieser Schlüsseltechnologie können auch dann einzelne Arbeiter, Kleinmaschinen verortet werden. Vorhin hatten wir es angesprochen, dieser Herkunftsnachweis von Einzelbäumen ist natürlich beim Fingerprint ein großes Thema. Wir können die Einzelbäume dann auch wirklich besitzerscharf zuordnen, weil wir den genauen Standort kennen. Und die Kollegen von Fraunhofer erhoffen sich aus diesen Erkenntnissen aus dem Projekt natürlich auch weitere Erkenntnisse für andere Projekte, autonomes Fahren für die Schifffahrt. Dort sind die Ergebnisse teilweise dann übertragbar. Am Ende steht noch der Wunsch, dass wenn dieses SuperNav-System komplett entwickelt ist und auch in eine Praxisreife dann gehen kann, dass eine Möglichkeit besteht, Forstmaschinen mit solchen Systemen auch nachzurüsten.